Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, wir befinden uns hier gerade auf der Zürich Hochhorn. Let's go! Leute, da sind über 3 Leute hier am Start. Und ich habe nachgezahlt, wir haben es auf 5 oder so. Und Leute, wir spielen heute hier bei der Zürich Hochhorn Hide and Seek. Wir spielen heute Hide and Seek gegen Lori Ryan. Übrigens, Lori Ryan, wie heißt du auf Twitch? Lori Ryan, Mann. Let's go! Ey, Bruder, also wie heißt du auf Twitch? Mann, Digga. Aber auch mal Kameramann für ein Video bei mir. Let's go! Das Ding ist, ich werde in der ersten Runde suchen und wir haben abgemacht, wir dürfen uns nicht überall verstecken, sondern wir grenzen den Bereich ein, wo wir uns verstecken. Leute, wir befinden uns hier vor Halle 4 und Halle 3. Und Lori Ryan ist hier mit am Start. Ihr wisst doch Bescheid, Lori Ryan. Und ich habe 20 Minuten Zeit, dann Lori Ryan zu finden. Lori hat 3 Minuten Zeit, sich zu verstecken. Und währenddessen er versteckt ist, habe ich dann 20 Minuten Zeit, ihn zu finden. Also Leute, Lori wird sich jetzt verstecken und ich werde dich finden. Let's go! Ich glaube nicht. Mal schauen, wie gut Lori sein Versteck sein wird. Und wir sehen uns nachher wieder. 20 Minuten ist eine Riesenhalle. Das ist, glaube ich, fast schon zu easy für Gerbi, finde ich. Das ist schon viel zu Sekunden vorbei. Ich glaube nicht, dass es so schnell die Ecken klären. Ich glaube, es ist nicht so Gerbi-haft. Gibt es ein Eck oder so? Ich glaube, das war Feier. Man könnte sagen, dass es komplett im Eck ist. Ich glaube, hier zu verstecken wäre irgendwie schon. Ich glaube, das mache ich. 3 Minuten sind eh gleich vorbei. Warten wir 20 Minuten einfach auf nix. Das ist ja episch. Leute, die Sucherzeit fängt jetzt an. Ich habe jetzt 20 Minuten Zeit, Lori zu finden. Eben hinter der Kamera ist Team Mixer. Let's go, oh. Team Mixer, Leute. In welcher Welt werde ich ihn finden? Also, Leute, ich werde ein bisschen herumschauen. Lori Ryan, wo bist du? Wo ist da Lori? Eben war er doch noch hier. Lori, bist du immer unter dem Tisch? Das wäre eh so ein Lori-Versteck, so unter dem Tisch sein. Oder Lori ist safe irgendwo, wo man sich verstecken kann. Ich glaube, Lori ist irgendwo, wo man sich verstecken kann. Wir sehen ihn ganz wo. Ich habe noch Zeit. Alles gut, weil ich konnte jetzt hier sitzen. Ich habe noch Zeit. Lori, du bist ja sicher. Das ist so FNAF-Camp-Type. Ich muss so links und rechts schauen. Ich darf halt nicht rennen. Wenn die mich einmal finden, dann war es das einfach komplett. Sushi, der letzte Affe hier. Schau die Messe nicht an, ich nehme ein Video auf für die Messe. Germi hat noch 15 Minuten Zeit, mich zu finden. Ist hier kein Lori Ryan. Alles sollte ein bisschen auffällig sein. Die Farbe, die seine Jacke hat, die sollte man ja sehen, eigentlich. Nö, kein Lori ist da. Ich glaube auch ein geiles Versteck im Restaurant, ne? Kein Lori Ryan haben wir gefunden bisher. Wir haben noch Zeit! Ey Leute, wir haben noch Zeit! Easy Game! Ich habe immer gesagt, gar nicht mal schauen, wenn ihr wollt, könnt ihr da vorbeischauen, wenn ihr wollt. Link ist in der Videobeschreibung da, was geht. Moin. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ich weiß nicht, wie gut Lori sich versteckt, aber so wirklich tryhardet, aber so wirklich sein Bestes gibt. Nein! Lori ist nicht da. Warum ist da eine Tür da oben und nicht da unten? Ist das Schiebetür? Nee, da ist sie nicht. Also for real, ich glaube irgendwie nicht daran, dass ich Lori finde. Aber da mich nicht ablenken lassen. Moin. Okay, weiter geht's, wir sind Lori finden. Wir sind aber durch die ganze Halle mal durch. Gemmi hat nur noch 5 Minuten Zeit, mich zu finden. Und ich glaube sehr, dass es nicht sein wird, dass man mich finden wird. Ich weiß, er ist einfach hier. Bro, imagine. Wir sind wieder hier, wo wir die Anmod gemacht haben. Moin. Ja, Leute, hier, ich bin unterwegs mit dem Garmin. Ich muss mich auf Suchen konzentrieren. Ich muss eigentlich jemanden finden. Und zwar Lori Ryan von Twitch. Du siehst verdächtig aus. Da hat safe Lori Ryan gesehen von Twitch. Nee, ich glaube, Lori hat gewonnen. 5, 4, 3, 2, 1. Was geht? Hast du uns gesehen? Ich habe euch null gesehen. Das war dein Versteck. Du warst hier? Wir waren hier beim Restaurant hinten. Oh mein Gott, Leute, ich hab verkackt. Leute, ich wurde besiegt. Nein. Ja, Leute, was geht ihr wohl? Die erste Heimsiegrunde findet jetzt statt. Ich habe 3 Minuten Zeit, mich zu verstecken. Und Lori hat 20 Minuten Zeit, mich zu finden. Mal schauen, wer am Ende Gewinner wird. Ihr. Leute, ihr werdet gewinnen. Leute, es fängt
jetzt an. Warte, mir jetzt versteckt haben. Ciao. Ciao. Ja, also der wird halt safe so schnell gefunden. So ein gutes Versteck wie ich wird er nicht finden. Die 100 Euro gehören mir. Er hat zwar gesagt, wir wetten auf kein Geld, aber 100 Euro gehören mir. Okay, Leute. Ich habe jetzt 3 Minuten Zeit mehr zu verstecken. Ich habe gerade noch einen Wolf verstecken weiter. Warte, soll ich das gleiche verstecken nehmen wie Lori Bein? Das ist doch ein geiler Moment, oder? Was sollen wir sonst verstecken hier? Wir verstecken uns bei dem Ort, wo sich Lori Bein versteckt hat. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir verstecken einfach hinter der Tonne, oder? Ich habe nicht viel Zeit mehr zu verstecken, for real. Leute, das ist mein Versteck. Ich verstecke mich einfach jetzt hier hinter der Tonne. Das ist crazy. Da hier ist mein Versteck. John, André, ich verstecke mich jetzt da, wo Lori sich vorher versteckt hat. Ich fand das Versteck schwer. Wir verstecken uns einfach hier. Einfach hier, so auffahren. Dann machen wir das. 3 Minuten sind vorbei, wir haben jetzt 20 Minuten Zeit zu suchen. Los geht's! Ey, ich bin by the way übelst scheiße im Suchen. Das wird so ein Horror. Dolly Brandt hat schon gewonnen, ich würde auch gerne gewinnen, so, ne? Ey, Chat, denkt ihr, er ist ja voll mein Hiding Spot? Er ist da, oh mein Gott, er hat sich im selben Versteck versteckt. Ey, das kann nicht sein, oh mein Gott. Ist das scheiße? Ist das scheiße? Bro, du bist einfach im selben Versteck wie ich. Ja, Bruder, ich dachte, das war das Gewinnerversteck. Ich war mir dann hier bei dieser Halle versteckt haben. Lori hat dann 10 Minuten Zeit mehr zu finden. Ich hab dann 2 Minuten Zeit mehr zu verstecken. Leute, ihr versteckt mich dann. Ciao! Ey Bro, bitte sag nicht wieder, dass es 2 Minuten dauert. Aber diesmal habe ich ihm den Vortritt gegeben, bedeutet, er kann nicht mein Versteck nehmen. Ich versuche immer weit weg von Lori zu gehen. Leute, ich bin gerade an einem Stand. Hier ist der Säule. Und ich werde einfach die Säule anschauen. Und das ist mein Versteck. Meine Hoffnung ist, dass er hier vorbeiläuft und wird dann gar nicht sieht. Checkt ihr, wie ich mein? 2 Minuten sind um. Wir schauen, wo Germi ist. Da gibt es irgendwas mit Mario. Der hat sich nicht dort versteckt, oder? Kann man sich da verstecken? Nein, ich glaube nicht. Das ist schon ein Germi versteckt, in Mario irgendwas zu haben. Ich habe ihn gefunden. Ich war wirklich da. Er war wirklich da. Ey, ich muss wieder Hide and Seek anfangen. Ja, ich habe ihn gefunden. Der Müllsack ist da. Ey. Ey, ich dachte wirklich, das war er. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott. Scheiße. Boah, das wäre aber so Germi-typisch gewesen, sich so zu verstecken. Ja, wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Naja. Und sonst so. Oh mein Gott. Boah, das ist an dem Punkt kein Hide-and-Seek mehr. Das ist so, ey, lass mal treffen, ich bin in diesem Stand. Ich sehe den jetzt. Ich glaube, die gehen in eine andere Richtung. Ey, was machst du hier überhaupt? Ey, ich will nichts sagen, aber deine Verstecke sind echt mittelmäßig. Ey, das war das volle Versteck. Das war krass. Leute, wir sind immer noch bei der gleichen Halle. Lori Brown wird sich jetzt verstecken. Du hast 2 Minuten Zeit, sich zu verstecken. Und ich habe dann 10 Minuten Zeit, ihn zu finden. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Hier, ich chill einfach hier. Ja, das war's. Ich kann in 10 Minuten chillen, wa? Wir suchen jetzt Lori Brown, wir haben 10 Minuten Zeit. Der Ort, wo man sich verstecken kann, ist ja so groß. Denkt ihr überhaupt irgendein Zuschauer so, yo, der wird das jetzt schaffen. Nach all den Leistungen, die er vollbracht hat. Er hat mein Versteck gecosplayt. Das war's mit diesem Hide-and-Seek-Video, weil wir uns auf der Zürich Popcorn versteckt haben. Ich danke Tim Mixern, dass er Kameramann war bei diesem Video. Ja, moin. Na, Lori war auch mit am Start. Schaut auch gerne bei Lori vorbei oder bei Tim Mixern, ihr wisst Bescheid. Und an dieser Stelle, na, Dankeschön. Boom. Bam. Also, ciao. Ciao, ciao.